zuletzt ist dann diesen, ja. Rösner bedroht die 8-jährige Tatjana immer wieder mit der Waffe. Pause an der Rand Schaulustigen und Journalisten. Ein Verbrechen gerät zum Medienspektakel. 13 Millionen Fernsehzuschauer verfolgen das Geschehen. Ein Reporter steigt sogar mit in den Wagen. Wieder auf der Autobahn schließlich die Befreiungsaktion. Ein Einsatzwagen rammt das Fluchtauto. Rösner erschießt Silke Bischoff. Ines kann verletzt fliehen. 54 Stunden lang hält das Gladbecker Geiseldrama Deutschland in Atem. Drei Menschen sterben. Rösner und Degowski werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Marion Löblich ist mittlerweile frei. Zu Gast in meiner Sendung sind Ines Falk, die damals als Geisel noch Ines Feutle im gekaperten Bus war und im Auto bis zum blutigen Ende des Geiseldramas. Eigentlich ein normaler Reportereinsatz. Es war eigentlich bis dahin ein ganz normaler Reportereinsatz. Wir waren vorher bei einer Pressekonferenz im Polizeihaus. Die Polizei schilderte, was ist. Und dann wurde ich angerufen von der Redaktion, die mitgekriegt hatte, dass jetzt im bremischen Stadtgebiet die Geiselgangster sind. Und ich wurde gebeten, mal zu gucken, was da los ist. Als Sie dann, das ist eine ganz normale Sache. Was haben Sie da gesehen, als Sie hin sind zu diesem Bus? Sie kamen ja auf einmal näher ran, als Sie dachten. Ja, wir kamen mit dem Kamerateam sehr dicht dran. Wir sahen, es spielten Kinder vor dem Bus, die guckten zum Fenster rein. Es gingen Leute spazieren. Es war, ich sag mal, wenn nicht... War da keine Polizei? 100 Meter weg etwa auf dem Platz ein Polizist gestanden hätte und im Verkehr umgeleitet hätte, wäre es gewesen wie an jedem anderen Nachmittag auch. Sie sind dann auf die Geiselnehmer getroffen, direkt getroffen. Wie ist dieser Kontakt entstanden? Ein Kollege, Fotoreporter, war eingeschaltet worden, muss ich jetzt mal sagen, von dem Rösner, den Kontakt zur Polizei herzustellen. Und die standen im Gespräch etwa 10, 15 Meter weg. Und dann habe ich gesagt, komm doch mal her, lass uns doch mal hören, was ist los, worum geht es denn? Haben Sie das auch so empfunden, Ines, dass der Kontakt mit den Reportern möglicherweise eine Erleichterung für Sie bringt? Also dass die Tatsache, dass breit darüber berichtet wird, Ihre Situation verbessert? Oder haben Sie es als Belastung empfunden? Vielleicht teils, teils. Also erstmal, der Kontakt war natürlich gut, weil dann konnte die Familie halt wissen, wer drinnen sitzt im Bus. Aber was ich halt doch störend fand, ist, dass die zwei Reporter bei uns im Bus reingekommen sind und dann halt Fotos gemacht haben von uns, wie die beiden hinter uns posiert haben mit ihren Pistolen. Und man fühlte sich so wie Schlachtvieh. Ja, also Sie fühlten sich nicht etwa sicherer dadurch, dass die Reporter da waren, sondern eher vorgeführt und unsicherer. Richtig. Aber Sie hatten ja keine Möglichkeit, das irgendwie zu artikulieren. Nein. Als es zu diesem Gespräch kommt, zu diesem Interview, das Sie geführt haben, haben Sie darüber nachgedacht, was Sie machen in dem Moment, oder schlägt das Reporterherz so hoch, dass man einfach macht? Also das Gespräch ist zustande gekommen, muss ich sagen, so automatisch, ohne dass ich das planen konnte. Wenn ich darüber nachgedacht hätte, ich weiß nicht, ob das so gelaufen wäre. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt aber war ja auch physisch noch niemand zu Schaden gekommen, sodass ich auch, ich sag jetzt mal so, kein schlechtes Gefühl dabei hatte, dieses Interview zu machen. Also ich war Reporter. Hätte es zum Beispiel schon ein Opfer gegeben, dann hätten Sie größeren Abstand gewahrt. Ja, dann hätte ich dieses Interview auch nicht gemacht, denke ich. An der Moderation von Sabine Christiansen, die damals die Tagesthemen moderiert hat, merkt man sehr deutlich, wie schwierig die Situation damals war, wie lange sicherlich auch diskutiert wurde, ob man es überhaupt macht. Naja, aber irgendwie hat man es dann eben doch gemacht. In den Tagesthemen damals, vielleicht gucken wir uns das kurz an. Wie kaltblütig die Geiselnehmer sind, zeigte sich vor gut 3 Stunden. Einer der beiden Kidnapper verließ den Bus, ging auf meinen Kollegen Günter Ollendorf zu und gab in unglaublich zynischen Worten den Reportern Auskunft. Ein makabres Dokument. Die Entscheidung, dieses Interview auszustrahlen, ist uns nicht leicht gefallen. Doch wir halten es, wie gesagt, für ein Dokument. Wie lange wollen Sie denn die Geschichte noch fortsetzen? Ja, wir werden einige Forderungen stellen und werden die nicht erfüllt, dann knallt es. Ne? Ja, wollen Sie es wirklich auf Sie nehmen? Ja, wir haben abgeschlossen mit Leben. Ne? Und Sie meinen nicht, dass es nicht besser ist, aufzugeben? Ne, aufgeben auf keinen Fall. Ich kann ja ganz konkret sagen, wie das dann abläuft. Dann knallt es da drin und vor allem mein Kumpel, das ist brandgefährlich. Ne?
Und der letzte ist dann diesen hier. Ja. Ja, ich habe 11 Jahre Knastweg, ich habe 13 gehabt. Ich war von Anfang an Erziehungsleiter und so eine Scheiße da alles. Ne? Und ich scheiße auch mein Leben. Und das meine ich ganz im Ernst. Ja. Wenn Sie das heute sehen, Herr Ollendorf, was empfinden Sie dabei? Eine Distanz. Ich habe gar nicht das Gefühl, selber dabei zu sein. Mhm. Das sind wie, das sind Bilder, die ablaufen. Ich muss erst das mir bewusst machen, dass das ja ein Gespräch ist, das ich geführt habe. Haben Sie keine Angst gehabt da? Ich habe gar nicht drüber nachdenken können. Ich habe mir die Fragen überlegt. Ich habe auch versucht, ein bisschen Einfluss zu nehmen, wenn es denn möglich ist, dass wenigstens die Kinder rauskommen, dass denen, ja, wie soll ich sagen, eine Ebene gegeben wird, auf der sie die Möglichkeit haben, das loszuwerden, was sie kratzt. Aber ich sag mal, es war zu der Zeit, das war eine etwas andere Situation. Ich sehe es heute natürlich etwas anders. Also das ist ja sicherlich einer der bedeutenden Prozesse nach dem Geiseldrama von Gladbeck, dass die Medien über ihre Rolle dort und insgesamt über ihre Rolle nachgedacht haben und es ja zu solchen Verfehlungen, sage ich mal aus heutiger Sicht, eigentlich dann auch nicht mehr gekommen ist, nicht in dem Ausmaße zumindest. Tatjana, in Italien, die Tatsache, dass die ganzen Reporter rund um den Bus liefen, dass da Fernsehteams waren, Fotoreporter, wie hat Ihr Bruder Ihnen das erklärt? Hat er Ihnen versucht zu vermitteln, was da gerade passiert? Ja, er hat es versucht zu erklären, hat gesagt, ach, du brauchst keine Angst zu haben, da passiert schon nichts, das wird alles gut laufen. Einer der Entführer hat sie ja, ich bin mir nicht sicher, ob mehrere Male... Es ist wie spät, wenn man keine Uhr hat und man kann nicht sagen, wie lange man da schon drinnen sitzt. Und man kann auch nicht sagen, okay, gleich ist vorbei. Man sitzt einfach drinnen und wartet ab, was passiert. Gab es irgendeine Form von Kontakt zu den Entführern? Auf dem Weg zum Grundbergsee, noch nicht so, erst nach Grundbergsee gab es mehr Kontakt. Also auf dem Weg zum Grundbergsee, als wir von Huckerieder weggefahren sind, mussten wir erstmal alle einen Schutz an den Scheiben bilden. Also wir mussten ja stehen und sind dann erstmal einmal tanken gefahren und dann auf die Autobahn. Und erst nach Grundbergsee hat man Gespräche angefangen. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie und dass Ihre Freundin Silke schon so ein bisschen ins Auge genommen wurden von den Entführern? Ja, ich sozusagen nicht. Als Spezialgeiseln? Ja, also Silke schon. Der Degowski kam rein, hat sich gegenüber von uns war ein Platz frei und dann hat er sich da hingesetzt, hat Silke angeguckt und hat gesagt, dich nehme ich mit. Schon gleich von Anfang an. Er kam rein, hat Silke gesehen und hat gesagt, dich nehme ich mit. Also, weil sie ihm gefallen hat, weil sie halt hübsch war und ja. Sie wussten dann aber möglicherweise, dass es für Sie auch zutreffen kann, weil ja bekannt war oder werden würde, dass Sie sehr eng befreundet sind. Klar, natürlich. Also ich wollte auch Silke nicht verlassen, davon ab. Also hätten die jetzt nicht gesagt, dass ich mit soll, hätte ich wirklich versucht, dass sie mich doch mitnehmen. Es hat im Verlaufe dieses Geiseldramas eine Reihe von Fehlern gegeben, der Medien. Wir haben darüber gesprochen und das wird sicherlich gleich in der Kölner Innenstadt nochmal Thema sein. Aber es hat auch Fehler der Polizei gegeben, das ist ja unstrittig. Ist dann auch zu Rücktritten gekommen, aber darum geht es mir gar nicht so. Es sind einfach handfeste Fehler passiert. Zum Beispiel, als man auf diesem Rasthof versuchte, Marion Löblich, eine Mittäterin, die erst später dazugekommen war, die Lebensgefährtin des einen Gangsters, festzunehmen. Ja. Wie hat sich Ihnen das dargestellt? Also ich war ja nun bei der ersten Gruppe, mit die auf Toilette gehen konnten und bin halt die Letzte gewesen, die aus der Tür rauskam. Und Marion Löblich sollte praktisch Sie zur Toilette begleiten, richtig, um sicherzustellen, dass Sie auch wieder zurückkommt. Ganz genau. Sie wartete halt. Ich kam als Letzte aus, als Vorletzte. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber jedenfalls kam ich aus der Tür raus. Die anderen Frauen gingen alle mit und ich blieb in der Tür stehen, in der Bustür und wollte nach Silke gucken, weil die ja an dieser Tür stand, an der Eingangstür von den Toiletten. Mhm. Und habe da gesehen, wie sie Marion Löblich mitgenommen haben. Also ich habe es live gesehen. Wie sie die Polizei mitgenommen hat. Ja, ja. Mhm. Ich habe nur gesehen, dass irgendwelche Leute sie mitgenommen haben. Dachten Sie dann, das ist der Moment zur Flucht oder was geht einem da? Das geht einem in den Kopf durch, klar, natürlich. Man denkt jetzt, gehst jetzt wieder zurück auf Toilette, aber was ist da mit Silke? Weil Silke hatte die ganze Zeit die Pistole am Hals gehabt. Und ich habe mir halt auch Sorgen gemacht und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ich dachte, wenn du jetzt wegläufst, vielleicht fällt es auf.
wenn du auf einmal nicht mehr da bist, weil Silke und ich die ganze Zeit zusammengesessen haben. Und dachte, dann bringe ich sie vielleicht dadurch in Gefahr. Und also, es gab mehrere. Das heißt, sie konnten nicht sehen, was im Bus passiert zu dem Zeitpunkt, aber sie hatten ein Gefühl dafür. Ja. Weil sie nun wussten, wie die drauf sind. Richtig. Und weil sie wussten, dass ihre beste Freundin direkt betroffen ist. Richtig, davon. Genau. Tatjana, haben Sie Erinnerungen an diese Situation, als. War. Er sagte, wenn in 5 Minuten. Genau, nicht, richtig. Dann, kam er reingerannt mit Silke, der Rüssner. Hat sich dann Tatjana geschnappt, haben sich in den Fußraum hingehockt und ja, auf einmal fiel ein Schuss. Emanuel saß vor mir und ich spürte irgendeinen Windhauch und dachte, jetzt hat es dich getroffen. Es war komisch, ich dachte wirklich, mich hat es getroffen, war aber nicht so. Dann waren Schreie im Bus, dann, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, jedenfalls hieß es dann, alle sollen ruhig sein. Und Emanuel soll raus, sonst passiert noch mehr. Und dann kam auch die Lüblich. Und ja, jedenfalls hieß es, er soll raus. Und ich stand dann da und ich saß ja nur hinter ihm und bin aufgestanden und wollte ihn halt rausbringen, weil er war auch noch am Leben. Mhm. Es ist nur für jemanden, der noch nie sowas gesehen hat, so blutüberströmt und war noch im Gurgeln. Und wie fasst man ihn an, ohne ihm weh zu tun? Jedenfalls, ich habe so gut wie möglich versucht, ihn da aus der Bank rauszuziehen. Und somit das schrecklichste Bild, zumindest was die Rolle der Medien angeht, das ganze Auto umlagert ist von Passanten einerseits, aber eben auch Fotoreportern, Journalistinnen und Journalisten, die, okay, die in einem unglaublichen Anfall ja, sich dieser ganzen Sache bemächtigt haben. Was haben Sie da in dem Auto empfunden? Große Angst. Große Angst, dass jetzt irgendwas passiert, weil der Degowski war sehr nervös und hat seine Waffe immer gesichert und entsichert. Also es ging immer nur klick, klack, klick, klack. Dann waren die beiden Vordertüren auf und ja, dann klopft es dann dauernd gegen die Scheibe und ich sage, machen Sie doch mal auf, erzählen Sie doch mal, wie geht's Ihnen? Und immer die gleichen Fragen, wie geht's Ihnen? Und ja, wie soll's einem gehen? Man hat Angst, man möchte eigentlich nur weg und man konnte nicht. Man war also doppelt gefangen. Man war gefangen von den Geiselnehmern und dennoch gefangen von der Menschenmasse. Man hat also höllische Angst gehabt. Einer der Reporter ist mit ins Auto eingestiegen. Ja. Dann wurde es hinten noch ein bisschen enger, weil sie zu viert auf der Rückbank gesessen haben. Was wollte der wissen? Was hat er gefragt? Er hat gefragt, warum sie das getan haben und was sie jetzt vorhaben. Und hat gefragt, warum hören sie nicht auf, warum geben sie nicht auf. Und das war sein größter Fehler. Das zu fragen? Ja, weil da wurde der Degowski, der hinten bei uns saß, richtig sauer. Und ich dachte gleich, knallt's. Weil er immer wieder gefragt hat, warum geben Sie nicht auf, warum geben Sie nicht rauf, warum lassen Sie die Geiseln nicht gehen. Es ging die ganze Zeit und der Degowski wurde richtig sauer. Und Ihre Angst größer? Mhm. Ich war froh, als er wieder raus war, weil erstens war mehr Platz und der Degowski hat sich wieder beruhigt. Warum glauben Sie, ist er überhaupt mitgefahren oder was haben Sie empfunden, als es auf einmal hieß, jetzt steigt hier ein Journalist ein? Also ich dachte, der kommt nur mit, weil er uns den Weg zur Autobahn zeigen wollte. Ich habe das nicht so richtig mitgekriegt, warum er jetzt eingestiegen ist. Ich habe nur gedacht, er zeigt uns den Weg. Und tatsächlich wollte er natürlich seine Story auf eine gewisse Art und Weise. Wo ist er dann raus wieder? Soweit ich das weiß, ist er auf der Raststätte auf der Autobahn wieder raus. Ich weiß es jetzt aber wirklich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass wir da gehalten haben, dann durften wir nochmal auf Toilette und sind dann von da aus weitergefahren. Nun ist die Frage der Schuld immer ganz schwer zu beantworten bei so einer Geschichte und da haben sich ja viele Gerichte anschließend auch mit beschäftigt. Und es hat sonst viele Diskussionen gegeben. Glauben Sie, dass der Journalist die Situation schwieriger gemacht hat? Ja, fand ich. Also für uns Geiseln auf alle Fälle. Weil wir sowieso schon unter Druck und unter Angst standen und es wurde halt noch extremer. Wie haben Sie das empfunden, dass damals jemand mit rein ist ins Auto und zu einem späteren Zeitpunkt, Ihr Job war ja in Bremen beendet, zu einem späteren Zeitpunkt das Ganze noch viel mehr Medienspektakel wurde, als man in Bremen noch befürchten musste? Ich habe mich geschämt. Als Berufskollege? Ja. Das war für mich ein so unmögliches Ding.